Nun wissen wir endlich, wer hinter Cassiopeia steckt. Doch in welchem Moment hat sich Cosima eigentlich entschieden, dieses Szenario mit uns zu spielen? Nach einem ereignisreichen Kampf bekommen wir endlich all unsere Antworten. Episode 49 – Das Finale gegen Cassiopeia. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube schon. Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben gegen Pepper gewonnen. Wir haben gegen Leval gewonnen, beziehungsweise Direktor Clavel. Und jetzt hat sich enthüllt, dass hinter Cassiopeia eben Cosima steckt. Los geht's. Ich danke dir. Yo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben von Senora Quendella hat mir, die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert als gedacht. Die Stimme. Bist du das, Leval? Du bist also wirklich Cosim, ich meine, bist du das, Cassiopeia? Die stecken doch unter einer Decke, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Höchstpersönlich, ich habe eine Bitte an dich, Leval. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Okay. Ich hoffe, es wird ein gutes Video. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Stars Big Boss. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima. Die Gründerin von Team Star ist kampfbereit, verneigt euch vor meiner unermesslichen Kraft. Okay. Cosima von Team Star fordert dich heraus. Okay, Leute. Oh, wir beginnen mit einem Nachtara. Wenn schon kämpfen, dann richtig. So steht es im Kodex von Team Star. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Aber gegen einen Nachtara habe ich noch nicht gekämpft. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Boah, ich weiß es gerade. Moment, ich bin mir gerade unsicher. Wollen wir es mit Riesenzahn probieren? Oder wir nehmen Gran Fogita. Mit Knuddler. Boah. Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich weiß, ich habe irgendwie auch Angst, dass sie mich jetzt hier halt komplett kaputt haut. Boah. Wobei es halt. Ja, wir haben ja nur die eine Feenattacke im Endeffekt. Wir haben keine Käfer-Pokémon. Nix, komm, riskieren's. Ba-ba-ba. Boah, die Musik fetzt so, Leute. Könnte natürlich jetzt auch. Jo. Es könnte jetzt auch richtig fetzen. Aber tut's nicht. Ba 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 ba. Yus. Jetzt Finsteraura ein, aber wir kommen gut durch. Gran Fogita setzt Knuddler ein. Nachtara ist damit schon besiegt. Das erste Pokémon von Cassiopeia. Beziehungsweise Cosima. Alter, hört euch den Soundtrack an. Setzt als nächstes Flamara ein. Sehr gut, wir werden Hiraschai in den Kampf bitten. Ich wollte gerade sagen werfen, aber wäre ein bisschen viel zu werfen dann. Juhu. Sehr geil. Auf 62. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich darf jetzt hier nicht so viel labern die ganze Zeit. Ich glaube, ein Fehler könnte unser Aus bedeuten. Setzt weiter Kulleraugen ein.
Sauber. Sehr gut. Risikotackle? Nein, brauchst du nicht. Setz als nächstes Blitzer ein. Okay, es ist klar, ne? Sie hat jetzt die ganzen, den Evoli-Rucksack. Ba, ba, ba. Riesenzahn kommt zurück. Oh, 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 süß! Süß, wie er jetzt so... Hat er gerade wirklich, quasi nur so ein bisschen gekratzt. Setzt als nächstes Aquana ein. Cool. Dass sie das ist, die ganze Zeit! Die ganze Zeit sie, Cassiopeia. So, und jetzt schreibt mir mal bitte, wie ihr darauf reagiert habt. Ich hätte jetzt wirklich Big Boss, ich hätte was ganz anderes erwartet. Ich meine, gut, Cassiopeia bzw. Kuzima hatte bisher gar keine wichtige Rolle in dem Sinne. Von daher hätte es auch da schon sein können, klar, aber... Sie wirkte so unscheinbar irgendwie. Aber das ist ja, glaube ich, das, worum es eben auch geschichtlich geht, ne? Also, dass eine Person, die so unscheinbar erscheint, halt wirklich dementsprechend richtig was am Kasten haben kann. Das finde ich hier schön gemacht. Fully Purba wird als nächstes eingesetzt. Pokémon wechseln. Skelocrog. Mega, mega cool. Also, die Message hinter der... ganzen Geschichte von Team Star ist richtig gut geworden. Richtig gut. Also, geschichtlich kann ich wirklich sagen, ist es die Edition, die mir am besten bis jetzt gefällt. Haltet mich wirklich für verrückt, aber es ist wirklich so. Vom Soundtrack her mal ganz zu schweigen. Yo! Yo. Felinara kommt als nächstes. Können wir... Nee, können wir nicht. Oder können wir doch? Wir probieren gerade. Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Ich sag's dir. Ich sag's dir, meine Liebe. Ba, 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 ba. Bin mir gerade unsicher. Gegen Feen-Pokémon habe ich noch nicht so oft gekämpft. Terra, kristallisiere dich, leuchte hell wie die Sterne und nimm die Form an. Okay. Spukball. Nee, klar, Moment. Oh, 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 oh. Ei. Das war ein Fehler. Den dürfen wir nicht nochmal machen. Ba, 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 ba. Komm, setz bis ein. Oh, ich stehe gerade am Schlauch, Leute. Was war denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Beutel.
Top-Genesung. Brauchen wir definitiv. Wir brauchen nochmal Top-Genesung. Ich hab aber... Grasfeld ist verschwunden von Olitena. Komm, wir probieren's. Lodalith. Lodalith und Terra-Kristallisierung. Wird wohl. Komm. Ist, glaube ich, auch sogar das letzte Pokémon. Oh, coole Augen. Danke! Vielen Dank! Ist aber auch nicht so großartig effektiv. Ich weiß gerade, ich bin gerade ein bisschen in der Klemme, Leute. Ich habe auch jetzt... Jetzt mal ganz ehrlich, hab ich gerade überhaupt irgendwas? Was gegen... Boah. Wir haben nur... Wobei, Moment. Wir könnten mit Riesenzahn. Mit Erdbeben? Oh, ich hasse Feen-Pokémon! Unsere Evoli-Power verwandelt euch in Sternenstaub. Ja, ich glaube auch. Boah. Wow. Okay, jetzt krieg ich gleich einen an mich. Wir haben Despota noch. Was war denn nochmal gegen Feen-Pokémon-Effekt? Tief. Ja, mit deinen Kulleraugen da. Wer war das? Nee, auch nicht. Ja, setz euch weiter Kulleraugen ein. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Eis, oder? Ich meine. Wartet mal. Wir haben doch schon. Bitte. Halt noch durch. Yeah. Wir haben doch hier. Oh, wieso? Wahnsinn. Cosima von Team Star wurde besiegt. Boah, ist die bockig. Es ist vorbei. Oh, Stahl-Pokémon. Stahl-Pokémon, ich kam nicht drauf. Das war's, Leute. Wir haben alles auf Video. Das war's, Leute. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Team Star auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben Operation Star etwas zu weit getrieben. So läuft das halt, wenn man eine dermaßen krasse Show abzieht wie wir und den Mobbern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau.
Wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen, sollten sie ihre Schikanen nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht bei Pokémon eingesetzt, sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Möglicherweise haben unsere Outfits sie eingeschüchtert. Wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekrümmt. Mag sein, aber danach haben die Mobber einen Riesentumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los. Das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Da hast du nicht unrecht. Wir könnten echt in Schwierigkeiten stecken. Überlass das mir. Ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe Team Star gegründet und euch alle in die Sache verwickelt. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Big Boss? Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder an die Akademie zurückkehren. Und was machst du? Ich kann nicht zurück an die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich in deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Mach mal halblang. Warum klingt das gerade wie eine Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. So haltet doch ein. Was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt komm schon! Okay. Bye, Leute. Danke für alles. Oh nein. Okay, Respekt. Danke für alles. Bela, Leval. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Team Star. Und für mich. Aber nicht verzagen, also chillax mal. Eine Sache habe ich ja noch nicht geschnallt. Und die wäre? Warum musstest du als Big Boss die Operation Stardust ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab's da keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen, aber sie wollten nicht. Wie? Sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Team Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht das in unserem Kodex. Ah, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben ja wirklich sich genau daran gehalten. Ja, deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn es der Kodex verlangt? Korrekt, und gemäß den Regeln des Kodex mussten sie jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet dir Teams... Nein, was bedeuten dir deine Freunde aus dem Team? Sie sind mein größter Schatz. Oh. Ausgezeichnet. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Cosima. Wie? Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Hä? Was ist denn auf einmal mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meine wahre Identität preisgebe. Xenodirektor! So wie du insgeheim Cassiopeia warst, war ich insgeheim Leval. Was? Aber warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schülern scheuen sie ja meist davor, Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen. Umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden? Von der Perücke her ganz zu schweigen. Lassen wir doch das Thema. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Oh nein! Echt jetzt?
Ein großes Wiedersehen mit den ganzen Mitgliedern? Hey, Big Boss. Lange nicht gesehen. Pinito. Lange nicht gesehen? Wir sehen dich zum ersten Mal. Wir wussten nicht mal deinen echten Namen. Ihr seht ja... Welch Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Euer Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Shugi. Also, Cosima war dein echter Name, richtig? Wie ist es dir so ergangen? Oh, Tito. Wie schön, dich endlich zu treffen. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ryobite. Okay, Leute. Alle zusammen. 3, 2, 1. Hasta la vista. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Es wird einem echt warm ums Herz, wirklich. Also dann, Cosima und ihr 5 Bosse. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Wie bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als eines der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte und auf eurem unermesslichen Mut. All das bringt mich zum folgenden Fazit. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? In der Tat, Team Star muss sich nicht auflösen. Juhu, Cosima, hast du gehört? Das heißt, wir können alle zusammenbleiben. Welch frohe Kunde. Aber ich habe euch alle hintergangen. Du meinst Operation Stardust. Davon hat Direktor Clavel uns schon erzählt. Das hast du ja nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt. Und du uns davor bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen, stimmt's? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwer uns das sagt. Wir können nur erahnen, wie zutiefst besorgt ihr um unser Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorge bereitet haben. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Das mag sein, aber... Wenn ich fortfahren dürfte... Wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderungen in euren Uniformen, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie halsbrecherische Geschwindigkeiten beim Fahren. Etc. Was? Ich weiß nicht, was das heißt, Leute. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen öfter die Akademie besuchen, Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht so einfach ignorieren. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird er nochmal richtig ungemütlich. Oder? Oder ist das nur Show? Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtliche Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig. Genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das ST... Was? Das Star-Training Center oder kurz STC. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Bäder in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte Aufbau dieser Verstecke sowie eure kreativen Kampftaktiken
haben mich zutiefst beeindruckt. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtung erhalten bleiben, mit Mitgliedern von Team Star, als Mitarbeitern. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich, das hört sich sogar noch nach jeder Menge Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt sicher etwas schräg, da es ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber du solltest auf jeden Fall mitmachen, Kusima. Wohl wahr, es wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen, noble Kusima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen, dadurch sind wir sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendwas passieren sollte. Wir hatten ja sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder etwa nicht? Leute, die Arme, die wird total zugelabert. Also, oh nein, völlig überfordert, die tut mir voll leid. Bela, was hältst du davon? Gebt euer Bestes, würde ich sagen. Aber ich... Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Dann lösen wir uns erstmal auf. Also nicht Team Star, sondern diese Versammlung hier. Könntest du bitte später in meinem Büro vorbeischauen, Bela? Jetzt kriegen wir bestimmt die Schläge. Ba-ba-ba-ba. Echt? Wohin möchtest du gehen? Büro des Direktors. Oh mein Gott, es ist schon schön. Es ist schon... Also ich muss sagen, sie haben sich mit dieser Story rund um Team Star, mit Kusima, mit Cassiopeia, mit Leval und allen möglichen sehr, sehr viel Mühe gegeben. Jetzt bin ich aber gespannt, was der Direktor noch von uns will. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was. Aber ich hoffe... Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Es wird definitiv interessant werden.